Hallo Freunde, willkommen bei einer neuen Ausgabe des Schützen der Woche. Macht es euch gemütlich, viel Spaß beim Anschauen. Die heutigen Top 10 eröffnet ein Objekt 257. Es vernichtet einen Gegner, der gar nicht anvisiert wurde. Knapp daneben, aber nicht vorbei. Platz 9 und ein Jagdpanzer E100. Der wird gleich einwandfrei treffen und als Bonus noch einen Panzer kassieren, der sich hinter einem Gebäude in Sicherheit geglaubt hat. Während der letzte Spieler zwei Gegner auf einmal um etwa 800 SP beraubt hat, sprengt dieser Kommandant hier dank seiner Fähigkeiten oder einfach mit Glück gegnerische Munition im Wert von 2700 SP. Ein davonfliegender Turm ist eine Augenweide für Panzerfahrer. Das gilt erst recht, wenn es das Ende eines Feindes markiert. Ein weiterer Jagdpanzer, diesmal auf dem 7. Platz. Man gewinnt den Eindruck, dass der Spieler die Flanke der Maus mit Absicht so anvisiert. Wenn man mit so einem Treffwinkel schon nicht durch die Panzerung kommt, gibt es einen 1A-Abpraller. Eine Meisterleistung. Blizzard 14 und sein Artilleriefahrzeug begrüßen uns in einer urbanen Umgebung. Es ist nicht das erste Mal, dass dieser Spieler uns ein Replay zusendet. Jetzt ist seine Zeit gekommen. Das Geschoss fliegt zwar durch das falsche Fenster, aber das Ergebnis kann sich sehen lassen. Spoiler, der Typ 64 wird in diesem Kampf nur sehr wenig Zeit haben, um der Mannschaft zu helfen. Mit einem simplen Mausklick hat der KV-2 dafür gesorgt und ihn in die Garage geschickt. Was hat er auch in der Mitte der Karte verloren? Man sollte sich schon konzentrieren. Auf Platz 4 landet mit seinem Replay ein T-92. Wird er den richtigen Pixel für die Flugbahn seines Geschosses zwischen all den Säulen und Zäunen in der Stadt finden? Aber natürlich schafft er das. Auch unser nächster Hauptdarsteller fährt einen T-92, doch diesmal mit einem wesentlich größeren Kaliber. Im Finale dieses Kampfes flüchten die Gegner mit qualmenden Ketten, um sich hinter Felsen oder hinter Verbündeten zu verstecken. Das nutzt unser Artillerist aus. Ein saftiger Dreifachabschuss statt des beabsichtigten Doppeltreffers. Ohne Rücksicht auf Zäune belegt ein britischer Jagdpanzer den 2. Platz. Der erste Schuss geht daneben. Der 2. wurde blind verschossen, brachte aber ein gutes Ergebnis. In unseren Kompilationen ist der mittlere deutsche Panzer VK3002D ein seltener Gast. Was kann uns der Spieler damit demonstrieren? Für den ganzen Kampf können wir nicht sprechen, aber dieser eine Schuss war ausgezeichnet. Benutzt den Link in der Beschreibung und schickt uns eure Replays, die einen Platz in unseren Videos verdienen. Eine Belohnung wartet auf euch. Damit geht unsere Sendung zu Ende. Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns bald wieder.